So, kleiner Cutscene. Folge war nämlich schon zu Ende, deswegen geht's jetzt direkt schon wieder weiter. So. Ich wusste doch. Ich hab doch irgendwas gehört. Arschloch. Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr runter? Da kann ich hier auch irgendwo mal was... Irgendwo auch mal was looten hier? Ne, ne, natürlich nicht. Ja, dann rennen wir mal eben weiter. Verfügbare Einheiten zur 24. West und 8. Eine Patrouille wird beschossen. Lass sie nicht weg! Ja, okay, das kenne ich schon aus der Demo hier. Okay, das... Feindkräfte nähern sich. Das sollte man echt nicht machen, in echt. Ah, komm her, du Arschloch. Hoppala. Juhu. Ist jetzt aufgestiegen? Ja klar. Stufe 4. Nice, Mann. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Kein Problem. Für euch da immer wieder gerne. Waffenplatz freigeschaltet. Nice. Ich hätte dann doch jetzt gerne erstmal wieder die Schrotze. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel echt super. Was ist das denn da? Ja. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Mhm. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Na, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Ja, okay, ich glaube, jetzt kommt diese Mission, die ich schon kenne. Und dann brauche ich nämlich mal eine andere Einheit 43, Knarre. Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Buster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe! Martinez, zur Flanke! Los, los, los! So, komm her, du kleines Arschloch! Du auch noch, komm her, friss das! Oh, nee, das ist meiner, Entschuldigung! Ja, hallo? Boah. Was war das denn jetzt? Und das ganze Spiel nochmal. Nö. Da war ich ein bisschen zu ungeschickt. So, das Arschloch kriegt. Schön, dass ich hier dauernd kassiere, obwohl ich überhaupt nichts mache. So, und den machen wir jetzt auch noch kalt da hinten. Und dann... Hey! Hallo? Ja! Ey! Ich schieße ihm die ganze Zeit in den Kopf und der
stirbt einfach nicht, weißt du? Was für eine Logik. Soll ich die ganze Scheiße nochmal machen? Ey, mein Gott. Neues Objekt. Aber wo? Ah, da. Zieloptik. 1079. Habe ich auch nur 1079? 1079 Zielobjekt. Bla 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 bla. Eine Mod wird angelegt, indem man ein Objekt mit Aufnahmen macht. Also. Okay. Stufe 4. Ne, habe ich nicht. So, also das Ganze nochmal jetzt. Oh. Nehmen wir doch mal die Militärversion hier, die ist nämlich etwas stärker wie der ganze Rest. Mann, ey, guck mal, wie die treffen, ey. Das ist doch der Obershit. Holy shit, man. Das ist einer von mir, alles klar. Schlag den Abschaum zurück. Boah, ist das so ein Big Ding, ey? Oh, das ist, glaube ich, so ein Big Ding in hier. Big Ding, ein Big Ding. Boss. Komm her. Geht doch. Wow. Wir haben es geschafft. Oh oh. Wow, wie ich diese Steuerung hasse. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Sicherheitshandschuhe. Wir nehmen einfach alles. So, ich möchte jetzt gerne erstmal gucken, hier, Rüstung. Kann ich die nicht anziehen? Stufe 3, was bin ich? Stufe 4, warum ziehe ich die nicht an? Ah, ne, da. Alles klar, Handschuhe können wir nehmen und die zerlegen wir mal. Was haben wir? Ein Stoff, okay. Notfallrucksack, nehmen wir den von Stufe 4. Und den können wir zerlegen. Ein Stoff, alles klar. Gut. Jetzt hätte ich gerne wieder die. Okay, warte mal. Nee, den Laserpointer hätte ich gerne an diese Polizeiversion dran. So, F-Mod. Genau. Ah, alles klar. Hab ich den jetzt dran?
Ist das jetzt dran gemacht, oder? Ah, okay, habe ich dran, alles klar. Gut, kann ich da jetzt auch noch den F-Mod, den Unterlauf dran machen? Ah, ne, da habe ich jetzt, okay, gut. Was, wenn ich jetzt den noch ein bisschen aufrüsten möchte? Kann ich das auch? Okay, warte mal, ich habe den noch gar nicht angelegt, hahaha. So, blablabla. Platz wählen, Unterlauf, Laserpointer, Teil deaktivieren. Wird diese Waffe modifiziert, kann man sie nicht mehr teilen. Mod. Bin ich jetzt dran? Jetzt dürfte er eigentlich dran sein, ne? Kleiner Laserpointer, ja. Wo muss ich den jetzt eigentlich hin? Hier. Nach hier, genau, alles klar. Sicheren Bereich. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Naja, okay, das kenne ich ja schon. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber... Es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Naja, okay, gut. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Das heißt, das LMB hat eine Art Automat? Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Ich würde mal sagen, die medizinische Abteilung wäre eigentlich als erstes hilfreicher. Obwohl es 21 Metern jetzt erstmal bis zum JTC Officer sind. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ich will Sie nicht aufhalten. In der... boah, jetzt muss ich erstmal... So, 7 Meter Einsatztafel. Ah, da ist eine Einsatztafel. Cool. Lesen. Kaffeedeck, Geiserreitung. Nee, bitte nicht. Danke. So, wir richten jetzt erstmal den medizinischen Flügel ein. So, jeden Flügel untersuchen, kann ich gerne machen. Wenn das denn so wichtig ist. Flügel Nummer 2, Lager brauche ich noch nicht. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC.
Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Dito. Hey, guck mal, wer da kommt. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ja, die Leute brauchen uns. So, Aktion abgeschlossen. Ja. So, XP 500, alles klar, bla 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 bla. So, jetzt muss ich erstmal was gucken hier. Ja, Inventar haben wir ja nichts mehr. Fertigkeiten könnten wir nochmal was auswählen. Legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild nur die Sekundärwaffe benutzen. Nee, das ist Schwachsinn. Das wäre dann nur die Pistole. Haftgranate. Eine Granate, die nach dem Abfeuern an den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Finde ich das hier eigentlich halte. Alle Verbindungen in einem Umkreis. Was brauche ich denn dafür? Ein Platz zu, ist gesperrt. Ja, aber warum? Ist auch noch gesperrt. Ja, nee, dann nicht. Was steht da? Filterstufe? Talente? Kann ich noch nichts. Vorteile auch nicht. Okay. Ich will sie nicht aufhalten. Was ist das denn hier? Fertigungsstation? Ah. Was kann ich hier machen? Okay, anfertigen. Ich genug Ressourcen. Okay. Dann. Ja, hör mal auf die Nase hier zu schnauzen, ey. Operation offline hier. Madison Fels Nazareth abschließen. Ja, ach so, ja, okay, jetzt muss ich da raus und die ganze Mission machen. Okay. Wagen Sie einen Blick, bevor es ausverkauft ist. Belohnungshändler? Sehen Sie sich das nur an? Da, du hast gar nichts. Waffenhändler, haha. Ich glaube, ich hätte nämlich gerne so einen Schalldämpfer. Und ein erweitertes Magazin. Ich genüge Währung, ne? 247 von diesen komischen Kronen. Wie viel habe ich denn? Ach, da unten. Oh, Geldbörse. 10 Dinger fehlen mir noch, dann kann ich mir diesen TNT-Schalldämpfer holen. Aber den hätte ich gern. Dankeschön. So, Inventar. Ich hätte gern die Schrotze nochmal. Okay. Na los, geh. Marschier. So, laden Sie andere Agenten in Ihre Gruppe ein, indem Sie auf sie zugehen und Tabulatur drücken. Sie können Ihre Freunde über das Gruppenverwaltungsmenü einladen oder sich ihnen anschließen. Unbeantwortete Einladungen finden Sie ebenfalls in diesen Menüs. Sie können die Spielersuche an Spielersuchstationen oder auf der Karte benutzen, um eine Gruppe zu finden. Okay. Jetzt Spieler suchen. Nein, möchte ich nicht. Denn, liebe Leute, hier ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen.
Lasst mal ein kleines Feedback da, wie es euch so gefällt, ob ich das weitermachen soll, noch diese 4 Stunden 44 oder ob euch das gar nicht gefällt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da, je nachdem, wie euch dieses Video gefallen hat. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal von The Division. Bis dahin und ciao.